Guten Tag. Wir machen eine studentische Umfrage. Das dauert nur 2 Minuten. Hatten Sie einen Moment Zeit? Sie steht ja schon deutlich höher als Fabian, ne? Vielleicht wäre es besser, wenn Sie nicht ganz so viel höher stehen würde als er, ne? Ja. Ja, sollen wir Fabian irgendwie auf eine Kiste stellen oder so? Ja, vielleicht das, ne? Ja. Zur Themenfindung waren das so ganz viele verschiedene Ideen. Ja. Zum Beispiel hatte ich mal irgendwann vor Jahren Drücker vor der Haustür stehen, den ich dann auch tatsächlich dann aus Mitleid mehr oder weniger ein Zeitungsabonnement abgenommen habe. Ja. Tja, da bin ich jetzt etwas überrumpelt. Ich brauche doch gar keine Zeitschriften. Sie würden uns aber sehr damit helfen. Also, das tut mir wirklich leid, aber normalerweise kaufe ich mir lieber alles selber. Das hat mich damals dann so gewurmt, dass ich dann halt dachte, das muss mal irgendwie so ein Drehbuch einarbeiten. Ja. Ja, mein Problem ist, ich muss noch dazu kriegen. Ja, müssen die Haare. Der Uli, mit dem habe ich davor schon mal zusammengearbeitet, er hat ein bisschen viel gesagt. Ich habe Kamera gemacht in so einer kleineren Produktion von einem befreundeten Regisseur. Oh ja, ich mag das. Den Uli persönlich kennt und da habe ich den Uli halt gesehen und habe dann schon beim Schreiben des Drehbuchs gedacht, das wäre doch eigentlich eine Rolle für den Uli. Ihr solltet immer aufpassen, wem oder was ihr eure Seele anvertraut. Da muss ich mal eben nachschauen, ob aufpassen stimmt. Jetzt kann man ja noch korrigieren. Ne? Das habe ich ihm auch dann gesagt, dass ich ihn gern hätte als Schauspieler. Ja, das ist richtig. Aufpassen, und, das Wort. Es hat ihn sozusagen geschmeichelt, dass ich gesagt habe, ich habe diese Geschichte dir auf den Leib geschrieben. Und dann hat er gesagt, naja, da muss ich ja auch dann. Ja. Weißt du, was mir mein großer Schauspieler gesagt hat? Der Beruf besteht aus Demut. Seid ihr eigentlich zusammen? Was? Wir? Nicht nee. Wir, du und er, meine ich. Nee. Nee? Nee. Aber ihr passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Nee, überhaupt nicht. Wir stehen beide lachen, das ist total doof. Ich bin so Regieanweisung, die lachen finde ich immer ganz schwierig. Bei den Mädels war es halt so, dass ich gedacht habe, das muss wirklich perfekt sein. Ich habe sehr ausgiebig gecastet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 14 Mädchen waren es dann doch am Schluss. Oder 15. Pech. Der weiß doch überhaupt nicht, was ich will. Der weiß doch noch nicht mal, was er selber will. Und dann kam Caro an beim Casting und hatte so goldene Ohrringe und so eine ganz feine Frisur und da habe ich dann sofort gedacht, die ist es nicht, ja? Du kannst mich mal, du verdammter Wichser! Ich hasse dich, so ein Vollidiot! Wartet! Und dann beim Sichten der Aufnahme am Schluss habe ich gemerkt, Scheiße. Die ist richtig gut. Du bist der Richtige. Du bist der Richtige. Ja klar, ich meine, wir haben sie dann aufgepretzelt, ja. Wir haben hier noch ein Piercing hingemacht. Oh! Du warst ja nicht wahnsinnig. Das ist eine Haar. Und diese Haare, die schon ein bisschen rausgewachsen sind, außer dass sie als Figur charakterisiert, ist es halt auch ein Symbol dafür, dass sich unter der Oberfläche noch was anderes verbirgt, ja. Die Schlange holzt sich. Mehr Öl haben wir nicht. Ja, das ist ja wieder hinten. Das könnte jetzt eigentlich auch gut sein. Dreh dich mal auf Hals. Ich könnte ein Model werden. Ich war nerven, die ganze Zeit habe ich eine Bewegung zu machen. Also sollte es eine Mischung sein aus tussig, trotzdem ein bisschen ärmlich und trotzdem noch so weit, sagen wir mal, öffentlichkeitskompatibel, dass man sie auf Leute loslassen kann. Ich würde nichts mit Ärmel nehmen, weil wenn es wirklich heiß ist, dann hast du sofort überall Schwitzflecken. Wir haben auch ganz wilde rosane Tops anprobiert und haben, glaube ich, noch mehr Kleiderletten besucht, als ich Mädchen gecastet habe. Ja. Das war ein unglaublich anstrengender Tag. Ich glaube, es war der anstrengendste Tag von allen während dieses Drehs. Ja. Ich glaube, jeder, der schon mit Freundinnen durch mehrere Geschäfte gezogen ist, um einzukaufen, kann das nachvollziehen. Entschuldigung, ja? Dürfte ich Sie bitten, sich ein bisschen zu beeilen, weil wir haben um 7 geschlossen. Okay. Oh, ach so, Entschuldigung.
Ja, beim Jungen ging es ziemlich schnell. Da haben wir gedacht, irgendein schlecht sitzendes Poloshirt, ja. Das war auch nicht schwer zu kriegen, weil dann musst du echt bloß billig sein, ne? Das ist ja mein Favorit. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Bei dem. Das war viel einfacher, ja. Und dann haben wir die Haare auch ein bisschen blondiert, weil wir dachten, dann sehen die ein bisschen geklonter aus zusammen, ja, so als Team. Hänsel und Gretel. Ja, das sind aber Hänsel und Gretel, ja. Ja, und das Haus haben wir über ein Maklerbüro bekommen. Also ich habe sozusagen über Bekannte von meinen Eltern dann eine Telefonnummer bekommen von einem Maklerbüro hier in Mainz. Hab da einen jungen, dynamischen, sehr freundlichen Mann angetroffen, der mir sehr bereitwillig Häuser vermittelt hat. Ich streich da drüber. Ich meine, was man machen muss, ich sag mal so Dinge wie, man muss halt abkleben und man muss halt natürlich das kann man halt aufschrauben. Ja, aber das ist bisher auf jeden Fall. Ich würde sagen, komplett. Ja, und das natürlich das Pilotzimmer. Das war dann sozusagen das, obwohl man es nur ganz kurz im Film leider sieht, das Meisterstück der Requisiteurinnen und Requisiteuren. Ein Bild in der Wand über dem Kanapé hängen. Noch 20 cm nach rechts hängen. Der Rest des Hauses sollte leer sein. Das Zimmer unten sollte einfach aussehen wie aus so einem Katalog. Und dieses eine Zimmer ist sozusagen das Herz des Hauses. Das einzige wirklich authentische Zimmer dieser Hexen, die dort wohnt. Wäre es cool, wenn der Flur eine Schublade wäre? Was? Wäre es cool, wenn Losgeld eine Schublade wäre? Nein. Unsere Sonne. Also wir hatten über die Drehzeit von 8 Tagen, kann man sagen, eigentlich komplett die Rolle unten, die Fenster zu, riesige Lampen an, die eine unglaubliche Temperatur entwickelt haben, Tag und Nacht. Ja. Wir bekommen für jedes Abonnementpunkt, die von unserem Schulabschluss eingerechnet werden. Das ist außerdem erstmal für Sie. Wir hatten die Fenster mit Graufolie abgeklebt, damit wir außen noch ein bisschen was sehen und nicht alles überstrahlt. Ja. Im Drehort selbst hat man ständig das Gefühl, dass es schon Abend ist, obwohl es eigentlich erst Mittag ist. Ja. Was dann auf die Dauer auch ein bisschen strapaziert ist, so ein bisschen wie so ein Jetlag. Dankeschön. Na gut, ich meine, manche Fenster waren offen, hat die Sonne auch noch reingeschienen und ist noch zusätzlich aufgewärmt. Wir haben gepudert und geschminkt, es ging so, ja. Warum machen wir das jetzt so? Ist es wieder da? Damit man es hat. Wie war es da drin so? Gemütlich. Das Puder ist dann mit den Schweißtropfen vom Gesicht geperlt. Pizza, Barza! Das ist nicht mal so. Ja. Haben wir das irgendwie im Bild gerade gesehen, die Farbe? Nee. Hauptsache, man sieht in der Kamera gut aus. Sonst stand auf Karnevale gleich da drin. Also das war auch bei mir so ein bisschen der Punkt, wo dann so die Anspannung sich entlädt, ja. Manchmal braucht man ja nur ganz wenig, um sich zu amüsieren. Bitte, Popfahren. Aber ich kann nicht mehr lange so stehen. Zwei Wochen. Stehst du? Ich sitze ja nicht mehr. Ich hätte mal einen nicht unwesentlichen Beitrag.